Na, schmeckt's dir? Natürlich. Ja. Wie immer. Wie schön da essen kann, mein Schatz. Zora beim Hotelfrühstück. Ihr Friseur und bester Freund Holger langt bei Rührei mit Speck ordentlich zu. Die Show-Diva ist zurückhaltend. Wenn man so sieht, kriegt man das Gleiche wie bei uns zu Hause auch. Ist ja nichts Besonderes. Eier sind Eier, Speck ist Speck. Na, soll ich denn noch was holen? Danke. Momentan nicht. Zora und Holger sind alles andere als erholt, denn die vergangenen Tage in Dubai standen im Zeichen des Stoffkaufs für Bühnenkostüme. Insgesamt 70.000 Euro hat Zora in diversen Läden gelassen. Heute, am letzten Tag, wollen es sich die beiden richtig gut gehen lassen. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich weiß, dass ich mit vollem Koffer Stoffe zurückkommen muss. Und das plane ich mir schon so ein, dass ich mein Geschäft erledige und dass ich auch doch ein bisschen Spaß dabei habe. Deshalb geht's nach dem Frühstück direkt an den exklusiven Hotelpool. Er ist den Suite-Bewohnern vorbehalten. Aber doch nicht ohne Handtuch. Ja, bringt's doch denn sofort. All-Inclusive-Service, wie er Zora gefällt. Ein knackiger Bademeister macht es ihr auf der Liege gemütlich. Ach, ist das schön. Ich liebe die Sonne. Also ich glaube, es liegt daran, dass ich ja im Sommer geboren bin, im Juli. Also ich glaube, ich bin ein Sonnenkind. Das Sonnenkind räkelt sich genüsslich. Allerdings hält die Begeisterung nicht lange an. Baustellenlärm dämpft das Poolvergnügen. Holger, jetzt ist hier zu laut. Bitte Strand. Zoras Bitte ist Holger Befehl. Die beiden steuern den Strand an, der zum Glück direkt am Hotel liegt. Da oben ist jetzt unser Zimmer von heute. Das Fenster ist noch angekippt. Hallo Hase, du bleibst jetzt hier. Hi. What's your name? Sani. Der Wüstenhase tritt die Flucht an. Die aufgedrehte Deutsche ist ihm wohl nicht ganz geheuer. Und kaum liegen Zora und Holger im Sand, entdeckt die Künstlerin auch schon die nächste tierische Attraktion. Eigentlich muss man in die Wüste fahren, um ein Kamel zu sehen. Und plötzlich war ich am Strand und die Kamele kamen vorbei. Ein Kamel geht vor der Show-Diva in die Knie. So, das ist mein Haustier. Der heißt Helmut. Hilfe. Jetzt kann ich mir besser sehen. Und was Zora jetzt sieht, gefällt ihr. What's your name? Stefano. Stefano, hi Stefano. Hi, what's your name? Zora. Zora. Yes. Für 10 Euro könnte Zora jetzt eine halbe Stunde auf dem Kamel thronen. Doch schon nach ein paar Schritten langt's ihr. Mir reicht's. So runtersteigen, runter. Ist das nicht schön? Goodbye. Holger! Nach dem Abenteuer will Zora nun ein bisschen planschen. Machst du ins Wasser gehen? Natürlich mag Holger und sehr zur Freude der männlichen Strandbesucher posiert Zora dabei, als wäre sie gerade beim Casting fürs nächste Bond-Girl. Zora genießt den Rummel um ihre Person. Nach dem Strandvergnügen gönnen sich Zora und Holger noch einen Absacker an der Poolbar. Zoras Fanclub freut sich schnell noch einen Schnappschuss von der exotischen Schönheit fürs Urlaubsalbum. Wenn ich denke, ich sehe gut aus oder ich fühle mich gut, dann ist es schön. Und wenn ich mich nicht gut fühle, dann möchte ich schon lieber unerkannt und einfach so ganz schnell durch die Stadt durchlaufen. Im fernen Dubai kostet Zora ihre Dienstreise noch einmal richtig aus. Holger liest seiner persönlichen Diva heute jeden Wunsch von den Lippen ab. Und das heißt jetzt, gemeinsam ein perfektes Styling für den bevorstehenden Abend zu finden. Holger, was sehe ich bloß heute Abend an? Die Dekolleté, die Corsage, vielleicht wäre das auch was. Ein bisschen ist gut, das hat schon ein ganz schönes Dekolleté. Ist Zora als Freundin anstrengend? Ja, aber das beruht auf Ehrlichkeit und deshalb kann ich sie nicht verübeln. Und meinem Gefühl nach hat sie sich mir auch sehr, sehr weit geöffnet, halt emotionaler Natur, weshalb ich ihr das auch gern verzeihe. Obwohl ihr Flieger schon ganz früh am nächsten Morgen startet, lässt Zora es am letzten Abend noch mal krachen. In der Hotelbar lädt sie ihre Freunde zur intimen Abschiedsfeier ein. Bauchtanz inklusive. 1.000 Euro lässt Zora sich diesen Spaß kosten. Und morgen sehen sie Zora zurück im Kreise ihrer Lieben. Die Travestie-Jungs bekommen tonnenweise Stoff. Wart ihr auch artig? Du siehst ja aus wie ein Transvestit.